Hey, wo warst du? Jagen. Hat länger gedauert, als ich dachte. Wer ist da? Komm, einfach rein. Au. Au. Du hast ja einen ganz schönen Griff. Hey, Tommy. Da bist du ja. Hier, ich nehme ihn. Komm her, Großer. Und zurück zur Mama. Hier. Oh, es geht schon, es geht schon. Hey. Hey. Schön, dich zu sehen. Ja, gleichfalls. Er wird immer schwerer. Weiß, er besteht aus lauter Muskeln. Bei euch alles gut? Wie geht's Maria? Oh, ihr geht's gut. Wir nehmen eine Auszeit. Ach, das tut mir leid. Nein. Wir haben lange drüber geredet und wir wollten es beide so. Okay. Oh, setz dich. Ich will dir etwas zeigen. Also, ich habe monatelang meine Fühler ausgestreckt. Und dann kam dieser neue Typ zu mir. Und erzählt mir von einer Frau, mit der er gehandelt hat auf seinem Weg durch Kalifornien. Er sagt, sie war stark wie ein Ochse. Und sie hatte einen Jungen bei sich mit vernarbtem Gesicht. Und dass sie an dieser Küste leben, auf einem Segelboot. Genau hier. Das muss sie sein. Das ist abgehakt, also. Tja, ich kann nicht gehen. Ich weiß. Okay. Es ist wohl leicht, sie zu vergessen. Wenn man es sich hier draußen bequem macht. Ich lass sie büßen. Tommy. Das hast du gesagt, als wir wieder nach Jackson kamen. Tommy. Wie erbärmlich. Kannst du ihn bitte nehmen? Ja. Ja. Alles gut, alles gut. Hey. Was zum Teufel war das? Nichts. Scheiße, Tommy, du weißt, was wir durchgemacht haben. Spar dir das. Sie hat mir ihr Wort gegeben. Das ist mir scheißegal. Das merkt man, Dina. Das ist ein gottverdammtes Problem. Hör mir mal zu. Oh ja, ich höre dir ganz gespannt zu.
Ich hasse sowas. Wem sagst du das? Dein Alter hat mich heute zur Brust genommen. Um was ging's? Wieder eine Predigt über meine Patrouillen. Geh nicht hierhin, geh nicht dahin. Komisch, wie engagiert er immer ist, wenn du eingeteilt wirst. Ja. Sie macht eine richtige Show draus. Gebt euch beiden 2 Wochen, dann seid ihr wieder zusammen. Wohl kaum. Hat sie was zu dir gesagt? Sagen wir 1 Woche. Ellie! Hey! Wo hast du gesteckt? Jetzt bin ich ja hier, oder? Dina? Jesse? Komm mit. Hey, denkt dran, dass wir früh los müssen, also ruht euch aus. Ja, Sir! So ein Arsch. Ach komm, fang du nicht auch noch an. Okay, ich habe eine sehr ernste Frage an dich. Wie schlimm rieche ich? Wie ein dampfender Müllberg? Oh, okay. Oh. Wie ist das? Eklig. Dir gefällt's doch. Der Kerl hier drin starrt dich gerade an. Vielleicht starren sie auch dich an. Unsinnig. Vielleicht sind sie eifersüchtig. Ich bin nur ein Mädchen. Keine Bedrohung. Hey, das ist ein Familienfest. Sorry. Tut uns leid. Denkt nächstes Mal dran, wenn Kinder da sind. Ja, weil du ja so ein tolles Vorbild bist. Genau das hat uns noch gefehlt. Noch eine vorlaute Lesbe. Was zur Hölle hast du da gesagt? Ellie, lass gut sein. Piss dich gefälligst. Hände weg von mir. Hey. Es reicht. Komm mit, Beine vertreten. Was ist mit denen? Kümmer dich um dich selbst. Los, gehen wir an die frische Luft. Alles okay, Kleine? Was ist los mit dir? Er hatte nicht das Recht. Und du etwa?
Scheiße, ich brauche deine Hilfe nicht, Joe. Okay. Hey. Hey. Ewig her, dass er so lange geschlafen hat, hm? War ein langer Tag. Ja. Er ist okay. Komm ins Bett. Wir reden morgen darüber, okay? Ich muss es beenden. Du bist Tommy nichts schuldig. Ich kann nicht schlafen. Nicht essen. Ich bin nicht wie du, Dina. Was? Meinst du, mir fällt das leicht? Für dich und für ihn halte ich durch. Ich liebe dich. Beweis es. Bleib. Ich kann nicht. Und jetzt soll ich hier rumsitzen und auf dich warten? Für wer weiß wie lange, während du die ganze Zeit über tot sein könntest? Ich hab nicht vor zu sterben. Ach ja? Tja, Jesse auch nicht. Oder Joel. Hey, warte. Hey. Hey, komm schon. Wir sind eine Familie. Sie kann doch nicht wichtiger sein als das. Nochmal. Das liegt bei dir. Okay, Constance. Jetzt müssen wir nur... Oh, in dieser Straße waren wir schon letzte Woche. Dass du wirklich dafür eine Pistole eingetauscht hast. Es ist eine Spur. Nie im Leben hat der Typ hier Fireflies gesehen. Hör auf. Ich habe dabei ein gutes Gefühl. Tja, ich aber nicht. Komm schon. /24/10. Auf der Seite ist es nicht. Alle gerade. Draußen ist was. Okay,
Sieht gut aus. Klicker. Alles ruhig jetzt. Gut. Ich wusste, da draußen war was. Ja, hast du. Bleib wachsam. Suchen wir weiter nach dem Haus. 24, 25. Sehr gut. Komisches Graffiti. Ist das von den Fireflies? Nein. Jedenfalls nichts, was ich erkenne. Falls es da draußen noch Fireflies gibt? Ja. Was meinst du, machen sie gerade? Weiß nicht. Sie wollten immer die Gesellschaft wiederbeleben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich sehe keine Hausnummern. Ja, das muss es sein. Oder? Mal sehen. Reicht schon. Sieht verlassen aus. Wie all die anderen Häuser. Vielleicht, ja. Hier ist gar nichts. Ja, das Gefühl habe ich ja auch. Weißt du noch, als wir das letzte Mal in einem Pool waren? Ja, ich erinnere mich vage. Wenn es dir dann besser geht, ich dachte auch, wir gehen drauf. Hm. 24, 25, Konstanz. Wir sind da. Okay, aber hier ist nichts. Das wissen wir noch nicht.
Lev, ich glaube, wir sind hier fertig. Nein, warte. Was gefunden? Kratzer. Kusch. Hallo? Hier war schon lange keiner mehr. Da muss ich dir leider recht geben. In allem eine hübsche Bruchbude. Sie waren eine Weile hier. Das ist die Dusche, oder? Mhm. Bestimmt Solarstrom. Oh. Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hier spricht. Siehst du irgendwo ein Rufzeichen? Ein was? Eine Liste mit Zahlen und Buchstaben. Hm. Scheiß drauf. Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Kann mich jemand hören? Bitte komm. Ist da draußen jemand? Was ist das? Das sind Frequenzen. Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Ist da draußen jemand? Sind das andere Firefly-Außenposten? Ich weiß nicht. Kann mich jemand hören? Hallo? Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Hallo? Hallo? Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hallo, hier spricht Abby aus Santa Barbara. Kann mich jemand hören? Wenn mich jemand hören kann, bitte antworten. Bitte komm. Hi, Abby. Wir hören dich klar und deutlich. Von wo in Santa Barbara meldest du dich? 2425 Constance. Wir haben von dieser Basis gehört, aber hier ist niemand. Wir suchen Fireflies. Ich bin ein Firefly. Wo warst du stationiert? Ich gehörte zum Salt Lake Außenposten. Wer hat die Einrichtung geleitet? Dr. Jerry Anderson. Er war mein Dad. Das gibt's ja nicht. Wir haben alle von den Außenstellen zurückgerufen und wieder zum Hauptquartier gebracht. Wie viele von euch sind dort? Ungefähr 200 Leute. Jeden Monat werden es mehr. Owen hatte recht. Bald kommen noch zwei dazu. Wie finden wir euch? Kommt zu Catalina Island. Geht zu dem großen Kuppelbau in Avalon. Wir finden euch. Okay,
Okay, wir sehen uns bald. Ende. Ich freue mich drauf. Viel Glück, Abby aus Santa Barbara. Over. Komm, wir gehen zurück zum Segelboot. Okay, gut. Du hattest recht. Wie war das? Warum soll ich mich immer wiederholen, wenn ich falsch liege? Weil ich mich dann besser fühle. Und weil es so selten passiert. Sehen. Bereit? Hey, was wird das? Warte, warte! Ah! Ah! Scheiße, Mann! Fuck. Alles gut. Hol dir den Kleid. Was ist denn? Wag es nicht, ihn anzufassen! Shit. Ganz schöner Glücksfall, was? Als nächstes hin. Zwei, vier, zwei, fünf, Constance. Ja, das muss es sein. Wie kommt sie von hier hoch zur Straße?
Mal los. Okay. Jetzt, Mesa Bluff. Ich bin hier und nach Santa Barbara rein geht's da lang. Hm.
Vielleicht komme ich hier durch. Ich schwöre bei Gott, Abby, wenn die Infizierten dich getötet haben. Ich muss hier weg. Wo bin ich? Hier muss doch eine Straße sein. Okay. Santa Barbara liegt unten am Hügel. 2425 Constance. Erwischt.
Anne! Fuck! Fuck! Siehst du, wir haben was. Hier sieht aber echt übel aus. Mit Glück überlebt sie einen Monat. Können wir es für heute nicht gut sein lassen? Ja, hol das Ding runter und erneuer die Fall. Im Ernst, Mann? Lohnt sich für sie der Weg überhaupt zurück? Ist ja... Hast du dich erwischt? Nein, alles gut. Alles gut. Oh, fuck. Was gibt's da zu lachen? Du hast dir die Hose gemacht. Was hast du gesagt? Was für ein Schisser. Du lachst gerne, was? Steh auf. Hey, komm schon. Steh auf. Das muss nicht sein, Mann. Sie ist total am Arsch. Na los. Findest du komisch, hä? Das ist lustig. Ernst, Karin. Ja. Verdammte Scheiß. Fuck. Scheiße. Du sagtest Abby. Du suchst deine Abby, oder? Wir haben vor ein paar Monaten eine geschnappt. Als ob. Sie ist groß. Blond. Hat Arme wie ich. Sie hatte einen dürren Jungen dabei. Mit Narben am Mund. Ja. Ja, das ist sie. Lass mich gehen. Und ich sag dir, wo sie ist. Du kannst sie finden, bevor die Infektion sich ausbreitet. Rede. Sie steckt in einer Zelle, in unserem Lager. Was ist das? Du musst da lang, bis zu den Schienen. Dann kommst du zu einem Ressort. Wir halten sie in einem großen, runden Haus. Ich schwör's. Schien zum Resort. Großes, rundes Haus. Schien zum Resort. Großes, rundes Haus. Fuck. Hier drüben! Geht auf die Beine! Ich geh nicht zurück! Er hat eine Waffe! Ich geh nicht zurück! Gott verdammt! Scheiße! Okay. Woher hatte er die Waffe? Die anderen sollen alles absuchen. Nicht, dass noch jemand rausgekommen ist.
große Gruppe. Ich muss sie finden, ehe diese Idioten sie töten. Du musst das doch nicht tun. Bitte. Oh Gott, bitte. Ganz ruhig. Bleib ganz ruhig. Oh Gott. Verdammt. Kein Wort. Ah. Mist!
versorgt. Hier. Oh Gott. Das sieht wie ein großes, rundes Haus aus. Wie komme ich da rein? Hallo. Komm schon, du schaffst es. Nur noch ein kleines Stück, Kumpel. Lass ihn in Ruhe. Es ist so ein abartiges Hobby. Wärst du bestimmt lieber nicht geflogen, oder, Anthony? Was ist das?